Jahrzehnte ist die deutsch-deutsche Grenze die gefährlichste in Europa. Diese Grenze war tödlich, das muss man ganz nüchtern feststellen. Durch dieses System konnte ich als normaler Mensch eigentlich gar nicht flüchten. Das war eigentlich gar nicht möglich. Drei Männer wollen es trotzdem wagen. Solche Angst, wo ich da hatte, wäre ich auch nicht mehr haben. Das DDR-Regime will Republikflucht um jeden Preis verhindern. Natürlich hätte ich geschossen, um den Grenzdurchbruch zu verhindern. Und das war meine Aufgabe. Komm da hinten! Es geht um Leben und Tod. Wie man sagt, das war schon krass, war es. Ja, ja. Was nimmt man nicht in Kauf? Für Freiheit, oder? Weferlingen ist ein kleines Städtchen nahe Magdeburg. Hier ist der Journalist Jürgen Heise aufgewachsen. Seit seiner Jugend beschäftigt ihn eine spektakuläre Flucht. In dem Ort Weferlingen gab es eigentlich alles zu DDR-Zeiten. Es gab diverse Geschäfte von Schuhläden. Ein Schuhladen natürlich, ich muss jetzt mal bei der Wahrheit bleiben. Ein Dorf wie viele andere. Es gab ein Landambulatorium, Bekleidungsgeschäft, Autowerkstätten, drei Schulgebäude. Es war also tatsächlich schon ein etwas größerer Ort, Weferlingen. Aber es war auch der letzte Ort Richtung Westen. Die deutsch-deutsche Staatsgrenze ist hier nur ein paar Kilometer weit entfernt. Sie leben ganz in der Nähe, Hans-Joachim und Jürgen Zorn. Jetzt kommt ein schönes Bild. Bilder einer ganz normalen DDR-Familie, Anfang der 80er Jahre. Das ist ein schönes Bild hier. Ja, guck mal da. Vater, Mutter, Bruder, ja, Bruder. Da sitzt er. Ja. Mit Fell an der Wand, da. Oh, das ist so schön. Das schön, war ein schönes Zeiten. Ja. Das hier. Hast du festgebrummt hier? Meine. Am liebsten schrauben die Brüder damals an ihren Motorrädern herum. Ja, ja. Aber nach fest kommt ab beim nächsten Mal, ne? Wisst ihr Bescheid? Ja. So, okay. Wir haben die Teile abgebaut, den Tank und alles haben wir neu lackiert. Wir haben das Motorrad vollkommen umgebaut. Guck mal, da ist kein Funke. Mann! Neue Kindzündkarte. Ich hab eine Werkstatt, zwei Motorräder und ein kleines Stück Freiheit. Ja, wir sind fortgefahren, wie gesagt, an der Ostsee mal mit den Motorrädern. Da waren wir, was weiß ich, 5, 6, 7 Motorräder mit den Freundinnen und so. Und dann sind wir mit 10, 15 Motorrädern durch die Stadt und wurden natürlich gleich angehalten. Was hat das zu bedeuten hier? Mussten wir uns wieder aufteilen. Die fahren da lang, die fahren da lang. 10 Minuten später waren wir doch wieder alle zusammen. Sie wollen sich Freiräume schaffen im engen sozialistischen System. Das macht erfinderisch. In den Parks haben wir uns ein bisschen noch rumgetrieben und so. Haben wir unser Lagerfeuer gemacht auch, haben was getrunken. Und wenn sich wer genähert hat, haben wir das denen schon umzingelt. Haben wir sie auch schon bei unseren Abschnittsbevollmächtigten, also Polizei, da haben wir schon mal einen Baum gefesselt. Dann haben wir den entwaffnet auch schon. Haben wir auch alles schön gemacht. Also, das waren Jugendstreiche. Rund 1400 Kilometer Stacheldraht und Todesstreifen teilen Deutschland bis 1989. Für die Anwohner von Weferlingen ist der benachbarte westdeutsche Ort Grasleben unerreichbar. Den naheliegenden Grenzübergang Marienborn dürfen nur Westdeutsche überqueren. Auf ihrem Weg durch die DDR hinterlassen sie Spuren. War Rasthof, da sind wir öfters hingefahren mit den Motorrädern und haben so in
Mülleimer gesucht, Bierdosen, Becks Bier und so. Die haben man sich da eben hingestellt aufs Regal. Ne? Das war natürlich was. Hat man ja nicht gekriegt, sowas. Durfte man sich aber nicht erwischen lassen. Je näher man an die Grenze kommt, umso verdächtiger macht man sich. Selbst das Betreten des sogenannten Sperrgebiets ist ohne Erlaubnis tabu. Man hat in dieser 5 Kilometer breiten Sperrzone versucht, nur Leute zu haben, auf die man sich verlassen kann, die nicht fluchtbereit waren. Von denen nahm man es jedenfalls an. Und das wurde rigide durchgeführt. Wenn sie nach Weferling rein wollten, dann fuhr man also auch nicht einfach nach Weferling rein, sondern man musste erst einmal eine Vorkontrolle passieren. Das war wie eine Grenze vor der Grenze. Verwandte und Bekannte, die zu Besuch wollen, brauchen einen sogenannten Passierschein. Und sogar Anwohner wie Jürgen Heise werden immer kontrolliert. Dieser Stempel hier hinten drin hat mich berechtigt, mich im Grenzgebiet des Kreises Haldensleben in der Sperrzone aufzuhalten. Und dieser wurde jedes Jahr oder alle 2 Jahre, ich glaube jedes Jahr, wurde dieser Aufenthaltsstatus erneuert. Und dann wurde kontrolliert, ob dieser Stempel auch wirklich drin war. Ne? Also ohne kein Reinkommen hier. Keiner wusste, wann ist so ein Kontrollpunkt besetzt. Er war immer dann besetzt, wenn irgendwas passiert war. Und dann wurden die sogenannten Eggen ausgeklappt über die Straße. Wenn jetzt jemand gekommen wäre und hätte weiterfahren wollen, dann wären die Reifen da natürlich aufgeschlitzt worden. Es war immer so ein gewisser Druck war schon da. Mit dem Bau der Grenzanlagen 1952 beginnt auch die Zwangsumsiedlung von mehr als 10.000 Menschen. Viele Häuser werden abgerissen. Das Regime will das Fluchtrisiko minimieren. Bilder eines westdeutschen Journalisten. Die Leute sind sehr erbost darüber, dass die Häuser hier ohne Grund abgebrochen werden. Die Vertriebenen werden andernorts untergebracht und nur zum Teil entschädigt. Nur Anwohner, die als politisch zuverlässig gelten, Polizisten und Arbeiter vor Ort, haben noch Zugang zum Sperrgebiet. Dieses Sand- und Tonwerk bei Weferlingen liegt ebenfalls in dieser Zone. Einer, der hier Anfang der 80er Jahre Zutritt hatte, ist der Lkw-Fahrer Wolfgang Hilgert. Journalist Jürgen Heise hat ihn noch zu seinen Lebzeiten befragen können. Denn er hat bei einer der spektakulärsten Fluchten aus der DDR die Hauptrolle gespielt. So, dann wollen wir doch mal reinhören. Wir sind von der Autobahn abgesogen worden, Passierschein gekriegt und dann sind wir verlegt worden nach Weferling. Straßentiefbaukombinat Magdeburg hieß das. Ja, also die haben Quarzsand gefördert, so wurde uns das ja damals gesagt. Und dann waren wir dann halt eben mit einem Bagger, 2 Raupen, 4 oder 5 Fahrzeuge waren wir. Wolfgang Hilgert ist damals eng mit den Zornbrüdern befreundet. Wolfgang! Jungs! Du kommst ja wegen Rufen! Ah. Und? Prost! Der Wolfgang war schon, wenn ihr irgendwas habt, das und so, wir machen da das Motorrad umbauen. Ah ja, warte, ich komme, ich gucke mal, ich helfe mit. Er war sofort da, der hat mir geholfen, gemacht, getan, alles. Aber läuft nicht, kein Funke, kein nichts. Ach, frischer Kerzenstecker, alles wunderbar. Ich, ne? Warte mal, ich mach mal kurz. Ja, guck mal. Wir gucken mal kurz. Kerze ist neu, hast du gesagt. Ja, ist neu. Ah. Der konnte alles, der wusste alles. Und mit dem Autoreparatur hat der sich ausgekannt. Der hat aus nichts, was gemacht. Da musst du noch mal komplett ran, Schwungscheibe runterziehen und dann gucken. Die 3 Tüftler versuchen aus der Mangelwirtschaft im Sozialismus das Beste zu machen. Durch Tauschgeschäfte. Ja, die braucht Pflege, die braucht Liebe. Die Batterie haben wir nicht. Reifen haben wir nicht. Bremsen haben wir nicht. Haben gar nichts. Er muss es halt ein bisschen. Was brauchst du dann? Ach, ich hab ein Haus, ich kriege keinen Koks und diesen. So.
Ich fahre die Scheiße, sag ich. Das ist kein Problem. Wie viel brauchst du denn? Das und das, bring mal eine Tonne oder zwei Tonnen vorbei. Vorbei gemacht, kommst morgen vorbei, kriegst deine Batterien, kriegst deine Reifen. Nur mit. Einer gibt was, der andere nimmt was. Nur so hast du was gekriegt. Also, kennst du wen? Okay, kriegst du alles. Wer keine Beziehungen hat, der muss sich hinten anstellen. Wenn du eine Schlange siehst, was machst du denn da? Anstellen. War es denn irgendwas Besonderes gab, ne? Bananen, Apfelsinen oder sowas, Südfrüchte, ne? Das war ja alles Sachen, wo es nicht gab da drüben. Die Planwirtschaft der DDR ist nicht so effektiv wie die westdeutsche Marktwirtschaft. Auch weil die Rahmenbedingungen von Anfang an schwieriger sind. In der DDR kam noch hinzu, dass der Sicherheits- und Staatsapparat viel Geld kostete, dass Reparationen gezahlt werden mussten an die Sowjetunion. Im Laufe der Jahrzehnte ist der Wohlstand gemessen am westdeutschen Wohlstand immer weiter gesunken. Zum Schluss lag er bei maximal 40% des Westniveaus, die Produktivität sogar nur bei 30%. Autos sind im Osten Mangelware. Auf einen Trabant muss der normale DDR-Bürger gut und gerne 12 Jahre warten. Aber früher, was hast du da gehabt? Die Pappschüsseln da und die Blechrostdinger da, das war da alles nichts. Da musstest du ewig und 3 Tage fahren, keine Ersatzteile, da musstest du ja schon kämpfen, um eine Batterie zu kriegen. Wolfgang Hilgert und die Zorns schauen wie die meisten DDR-Bürger regelmäßig Westfernsehen. Hey, guck mal, der neue BMW. Das ist der neue BMW. Guck dir das an. Den hättest du gern, ne? Mit Einspritzer. Da drin, da könnte ich richtig mal zum Bade die Pfeffern durch. Wenn du jetzt guckst, dass ich in der BMW, ich in der Mercedes oder anderer Marke, Audi und so, als sie alles im Fernsehen sehen, das ist auch so, der Karre, das wäre ja auch mal was, gell? Naja, heute haben wir auch so ein Ding, ja, das ist ja ganz klar. Ich würde einen Rot nehmen. Ja, einen Schwarz. So, den hätte ich gern. Den hätte ich gern, du. Wieder ein Beispiel für Automobiltechnik von morgen, die immer mehr nutzen können. Wenn man so Fernsehen geguckt hat und hat gesehen, wo die Leute Urlaub machen, und da ist ihnen schon das Herz weich geworden. Ja? Nicht nur der Traum vom schönen Auto bleibt für die Zornbrüder unerfüllt. Wie die meisten DDR-Bürger sehnen sie sich vor allem nach Reisefreiheit. Man konnte da nicht hin, man konnte zwar an die Ostsee fahren, man konnte ja noch nicht mal nach Bulgarien oder sowas. Wenn du nach Bulgarien in den Urlaub fährst, musst du DIN A4 Seiten und das 20 Stück ausfüllen. Und wenn der Betrieb gesagt hat, nee, dann konntest du auch nicht fahren. Die haben erst mal 100 Leute gefragt, bevor sie dich fahren lassen haben. Und das war mir zu dumm, da habe ich auch nichts. Sowas wollte ich nicht. Da, nee. Der Staat mag es nicht, dass das Volk im Wohnzimmer gen Westen blickt. Aber ein Verbot ist unrealistisch. Denn in den meisten DDR-Regionen kann man ARD und ZDF gut empfangen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Wir wussten vielleicht sogar mehr über die Bundesrepublik Bescheid als über die Ostpolitik. Also ich weiß nicht, die Politbüromitglieder hat kaum jemand zusammengebracht. Wir grüßen auch hier die Sachsen und alle in der DDR, die zuschauen, obwohl ich nicht glaube, dass an der Ostsee in den FDGB-Heimen ein Gemeinschaftsempfang für Dalli Dalli stattfindet. Westfernsehen offiziell zu sehen, das hat Honecker ja eingeführt, um die Leute ruhig zu stellen. Da war der Klassenfeind natürlich jeden Abend in der Wohnstube. Es wurde ja oft ein Bild gezeichnet, das auch nicht der Realität entsprach. Also insofern hatten viele Ostdeutsche ein falsches Bild von der Realität im Westen. Du hast den Farbsinn vergessen. Wir waren also tatsächlich auch in der Lage, uns ja daran zu orientieren, was der Westen eigentlich macht. Das heißt, modemäßig, musikmäßig, also viele Einflüsse kamen ja schon rüber durch diese in dem Fall sehr durchlässige Grenze. In der DDR gibt es weder Meinungs- noch Pressefreiheit. Das Regime wirkt auf alle Lebensbereiche ein. Tatsächlich selbst zu entscheiden, was und wo ich studieren möchte, wohin ich reisen möchte, mit wem ich mich wo in der Welt treffen möchte, wo ich vielleicht eines Tages mal hinziehen möchte, in welches Land, mit welcher Sprache. Diese Selbstbestimmung war ein sehr, sehr großer Traum. Auch der Lkw-Fahrer Wolfgang Hilgert hat Träume.
Im besten Berufslicher 3000 Marken Auto. Kannst du Urlaub machen. Auch der Sand sind bevormundiert. Und das hat sich dann mit der Zeit eben so alles aufgestaut. Ich hatte normalerweise nie eine Idee, die DDR zu verlassen. Das kam bloß aus dem Spaß heraus. Die Fahrten direkt an der Grenze zeigen bei Wolfgang Hilgert Wirkung. Und weil ich das hier oben direkt in dem Sandwerk gearbeitet habe und die Grenze ja auch nicht so bedrohlich aussah, da ist dann eben der Gedanke mal hochgewachsen. Ich dachte, mein Gott, das kann doch gar nicht so schlimm sein, nach dem Westen abzuhauen. Ist doch nicht Fille. Die kleinen Zaun, den kriegt man doch umgeschubbt und so. Man sieht der Grenze nicht sofort an, wie gefährlich sie ist. Und sie dient angeblich einem guten Zweck. Wir haben als Kinder schon so gelernt, die Grenze war der antiimperialistische Schutzwall. Das war unser Bollwerk gegenüber den bösen Kapitalisten. Darum hieß das antiimperialistischer Schutzwall. Das war die Grenze der Deutschen Demokratischen Republik. Henry Nieber ist Pionier bei den Grenztruppen und dafür zuständig, die Hochsicherheitsanlagen zu warten und zu reparieren. Na, da wird jeden Morgen, mussten alle antreten, wird ein Morgenappell gemacht. Dann wurde gesagt, welche Baumaßnahme anliegt. Am Fahrzeug beladen und Material zum Grenzausbau. Und das Erwartung und Fähige, wir haben ja selten Neubau gemacht. Wir haben ja immer die Grenze gewartet. Denn die innerdeutsche Grenze wird seit 1952 immer weiter aufgerüstet. Es gab für uns noch nicht so die Aussicht auf eine Zeit, wo die Grenze mal nicht mehr sein wird. Das haben wir nicht gekannt, diesen Gedanken. Das alles wirkte so stabil, zwar konstruiert, aber auch bewacht bis in den Alltag hinein. Ohne wirklich an der Grenze zu leben, spürten wir die Bewachung dieses Landes. Das einzige Schlupfloch für eine Republikflucht, wie es heißt, sind damals die Übergänge von Ost- nach West-Berlin. Die DDR blutete eigentlich langsam personell aus. Das heißt, aus Seiten der Machthaber war das die einzige logische Konsequenz, das eigene politische und wirtschaftliche Überleben des eigenen Landes zu sichern, indem man eine Grenze zog und die Bevölkerung einschloss. Am 13. August 1961 beginnt rund um West-Berlin der Mauerbau. Nirgendwo soll eine Flucht noch möglich sein. Auch nicht an der 1400 Kilometer langen innerdeutschen Grenze. Der sogenannte Todesstreifen ist bis zu einen Kilometer breit. Zwei Zäune regeln ihn ab. Signaldrähte und ein Sperrgraben bilden eine schier unüberwindbare Barriere. Schwer bewaffnete Grenzsoldaten, Selbstschussanlagen und auch Minen sollen jeden Fluchtversuch verhindern. Die meisten DDR-Bürger bekommen das Bollwerk nie zu Gesicht und können nur ahnen, wie gefährlich es ist. Von der Grenze an sich wusste ich nur aus der Sicht der Menschen, die uns besuchten aus dem Westen. Und diese Erzählungen sind mein erstes Bild von der Grenze. Und die Grenze war immer der Grenzer. Das waren immer diese Männer, auch ein paar Frauen, die da standen, kontrollierten, warten ließen, alles durchguckten, was mit reingebracht wurde. Das ist so ein Begriff von Grenze, der ja erstmal mit der Architektur einer Grenze oder mit dem Konstrukt oder mit Stacheldraht nichts zu tun hat, sondern das waren die Checkpoints, die uns da immer ausführlichst beschrieben wurden. Und auch, dass Menschen aus Westdeutschland schon immer ein bisschen Horror für diese Reise auch hatten. In der DDR gibt es bis 1989 rund 10 Grenzübergänge zwischen Ost und West. Einige weitere in Berlin. Bis Anfang der 70er Jahre war die Reise durch den Osten für Besucher aus der Bundesrepublik mit stundenlangen Staus und Kontrollen verbunden. Das ändert sich erst mit dem sogenannten Transitabkommen. Für die meisten DDR-Bürger bleibt die Grenze auch weiterhin unüberwindbar. Lkw-Fahrer Wolfgang Hilgert
fühlt sich wie viele andere eingesperrt. Jungs, hört mal zu. Ich habe da was beobachtet an der Grenze. Da ist nicht viel da. Das Ding ist fast unbefestigt. Ich habe das ganz genau gesehen. Und da steht nur so ein oller Zaun. Und den rupst du ratzfratz um mit der Raupe. Die fahren da die ganze Zeit vorbei. Hilgert will die Staatsgrenze mit einer Planierraupe durchbrechen. Wie? Mit Raupe? Diese Fluchtidee entsteht aus einer reinen Bierlaune heraus. Die drei ahnen nicht, wie gefährlich die Grenzanlagen sind. Bums, durch und Westen. Nur ein Zaun, ja? Ist nur ein Zaun. So eine Chance kommt nie wieder. Ich bin dabei. Dann haben wir gesagt, wir machen das, wir fahren mit. Fertig. Naja. Naja. Ja, jetzt geht's mir der auch sein. Machen wir's. Ist nur ein Zaun. Los. Ist nur ein Zaun. Ist nur ein Zaun. Dann sind wir drüben. Ja, ich komm mit. Ne? Ja, doch, das müssen wir aber geheim halten und so. Ich sag, ja, das ist kein Problem. Die Einzige, die vom verwegenen Plan erfährt, ist Liane, die Schwester der Zornbrüder. Ja, wir haben da was ausgefuchst. Auch Liane wird später nach ihren Erinnerungen befragt. Die drei sind den Abend zu mir gekommen und haben gesagt, dass sie abhauen wollen und dass das morgen früh klappen soll. Dann habe ich denen gesagt, naja, haben wir uns verabschiedet, tschüss und so. Dann haben sie bloß gesagt, sie schicken ein Telegramm. Vielleicht sehen sich die Geschwister nie wieder. Am 28. April 1982 machen sich Wolfgang Hilgert und die Zornbrüder auf den Weg Richtung Sperrgebiet. In den Rasthof waren wir noch drin, waren wir noch schön essen, haben wir unser letztes Geld ausgegeben, was wir gehabt haben, waren wir schön essen und dann sind wir weitergefahren, haben uns versteckt. Jetzt, abgetaucht, los, runter. Los, Kopf runter, ist kein Spaß, Mann. Dann ist er rüber zu den Grenzposten, die hat er ja mit Namen alle gekannt. Ah, Wolfgang, bist du wieder da und so, ja, sagt er. Hey. Die kannten wir alle, die haben uns auch nicht mehr kontrolliert. Da haben wir ganz freundliche Grüße und dann sind wir durchgefahren, ja. Noch bewegt sich Wolfgang Hilgert auf gewohntem Terrain. Aber gewusst hat er auch nichts, wie und was dahinter war. Er hat bloß seine Strecke gehabt, wo er fahren durfte. Die Zornbrüder dürfen sich hier gar nicht aufhalten. LKW-Fahrer Wolfgang Hilgert hingegen hat hier eine Unterkunft und versteckt seine Fluchtkomplizen. Die anderen Arbeiter sind unterwegs. Da nun meine Arbeitskollegen jeden Abend in der Kneipe gesessen haben und getrunken haben, bis kurz vor dem Eichstrich, also waren immer leicht angeschlagen. Die haben nichts mitgekriegt. Scheiße, ich bin so laut. Schon leise aufmachen. Wann wollen wir eigentlich los? Um 4 Uhr? 4 Uhr? Ja. Bevor es hält, genau. Nach drüben. Da sind wir am besten. Wir hatten einen kleinen Reisewecker. Also der Wecker steht um 4 Uhr. 2,5 Stunden. Und dann ging das los. Flattermann, ne? Ich hab Bammel. Ich auch. Der Wecker hat gerappelt um 4 Uhr. Hab ich durchgedrückt, mich nochmal rumgedreht. Die anderen haben ja auch geschlafen. Die haben sie ja nicht mitgekriegt. Und irgendwann bin ich dann wach geworden. Achim, Wolfgang! Ja. Wir haben verpennt. Es wird schon helle, sagt er. Es wird schon helle. Wir haben verpennt. Ich hab verpennt. So, es ist 5 Uhr. Das ist nicht schlimm. Wir starten trotzdem jetzt. Und dann ging das los. Zack, zack, zack. Schnell angezogen, zack, Klamotte und ab. Die Zornbrüder und Hilgert machen sich auf den Weg zu ihrem Fluchtfahrzeug. Eine Planierraupe. Aus dem Fuhrpark der grenznahen Sandwerke. Ein lauter, langsamer Koloss. Und kaum zu übersehen. Alles Totenstille. Ganz ruhig, dass der Vogel piepen hört. Ja. Schmeiß den Benzinmotor an. Bababab, der Große. Hat richtig Krach gemacht. Doch keiner der Arbeitskollegen zeigt sich alarmiert.
war ja mal öfters mal, dass die schon frühmorgens da, was die schoben haben, na Döder, hoch, die sind schon beim Arbeiten. Da sind wir dann auf der Weg langsam runtergetuckelt. Vorerst unbemerkt tuckert die Raupe Richtung Grenze. Bisher auch kein Soldat in Sicht. Normalerweise wird hier jeder Abschnitt scharf bewacht. Die meisten Flüchtigen werden schon weit vor den Absperrungen abgefangen. Thomas Schwarz dient damals als NVA-Offizier an der innerdeutschen Grenze. Man hatte natürlich den Druck, man wollte möglichst keinen durchlassen. Also wollte nicht verantwortlich dafür sein, dass in seinem Abschnitt was passiert ist. Und dadurch gab es viele Tote an der Grenze, die ja, durch solche Schüsse ums Leben gekommen sind. Schulungsfilme geben vor, was bei Republikflucht zu tun ist. Konsequente Anwendung der Schusswaffe verhindert in diesem Fall den Grenzdurchbruch. Natürlich hätte ich geschossen, um den Grenzdurchbruch zu verhindern. Das war meine Aufgabe. Ja. Wer jemanden an der Grenze erschießt, der ist zu belobigen und zu befördern und der bekommt eine Prämie noch. Wer unsere Grenze nicht respektiert, der bekommt die Kugel zu spüren. Und wenn wir schießen, dann dient das dem menschlichsten Ziel, zu verhindern, dass in einem Krieg Deutsche gegen Deutsche schießen müssen. Den Zuhörern wird suggeriert, dass sie damit dem Frieden dienen. Der Schütze wird zum Vorbild verklärt. Er musste aber meistens versetzt werden, weil es eben auch Grenzsoldaten gab, die nicht so gedacht haben und die nicht mehr mit denen, die Leute umgebracht haben, zusammenarbeiten wollten. Der Alltag der Grenzsoldaten ist oft eintönig. Ich gehe immer wieder in den Grenzdienst und habe quasi Schicht um Schicht, wo nichts passiert, wo ich vielleicht aber auch gar nicht mit meinem Nachbar, der neben mir ist, ein Wort wechseln möchte, weil ich dann wiederum nicht weiß, ist das ein Mitarbeiter für die Stadtsicherheit? Kann ich dem was anvertrauen? Kann ich das nicht? Das heißt, wir haben diese absolute Langeweile, dieses absolute Stumpfsinnige, immer wieder Wiederholen desselben Dienstes, gepaart mit diesem Druck auf der anderen Seite. Das ist eigentlich das Leben zwischen zwei Extremen. Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Man war ständig mit anderen Menschen unterwegs und man musste eben darauf vertrauen, dass er nicht die Grenze überqueren möchte, aber man selbst eben auch nicht. Das war, belastend. Und halt der Wunsch, dass nichts passiert, also dass dieser Grenzdienst in Ruhe zu Ende geht. Die drei flüchtigen Männer in ihrer Planierraupe wähnen sich weiter unbeobachtet auf ihrem Weg zu den Grenzanlagen. Doch Alarm haben sie da bereits ausgelöst. Die drei haben doppeltes Glück. Der Wachturm ist gerade nicht besetzt. Auch patrouillierende Grenzer sind nicht in Sicht. Es ist 6 Uhr morgens, Schichtwechsel. Alles frei, da ins Berg hoch, da ins Berg runter. Da haben wir gesagt, ach du Scheiße, wo fahren wir denn jetzt lang? Ach komm, fahr runter. Und da bin ich ja dann runter, direkt auf den Zaun drauf zu. Und beim Anfahren ist er mir dann verreckt. Da ist die Raupe noch ausgegangen. Wolfgang, ganz ruhig jetzt. Ruhig bleiben. Das ist der Motor ausgegangen, da haben wir gesagt, ach, und nun? Ich stehe mir ja mitten in den Paris, was ist denn jetzt? Auf einmal ist es mit der Ruhe vorbei. Die Raupe muss jetzt schnell wieder anspringen. Komm da hinten! Wolfgang, ganz ruhig jetzt. Ruhig hier draus, hinten an den kleinen Benzinmotor. Ring, bing, 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 ging der wieder an, der kleine Motor, oder? Und dann kam der große wieder in Schwung. Die Raupe neu zu starten hat wertvolle Zeit gekostet. Die Grenzer sind ihnen inzwischen dicht auf den Fersen. Ey, wenn wir noch eine Minute länger hier standen hätten, da, ja, hätten sie uns gehabt. Hat's ja so jämmerlich geknallt. Da kam bestimmt, ich weiß nicht, aber
sind bestimmt drei auf die Seite, drei auf die Seite. Scheiben sind rausgeflogen und alles da. Das sind Splitter, die da kommen, die rausschießen. Ne? Alles okay? Ja. Solche Angst, wo ich da hatte, wäre ich auch nicht mehr. Nein, also solche Angst kann man sich nicht vorstellen. Spielt man denn mit seinem Leben? Ne? Ich hatte da noch gar nicht so viel. Ich war da immer ein bisschen fertig mit den Nerven. Was nimmt man nicht in Kauf? Für Freiheit, oder? Ja, kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut, wenn man so nachdenkt. Ne? Das Fluchttrio weiß zunächst nicht, ob es sich bereits auf westdeutschem Boden befindet. Sie machen nichts! Zu meiner Zeit war die Anweisung ganz klar, die Schusswaffe darf nicht eingesetzt werden, wenn man das Territorium der Bundesrepublik oder Westberlin beschießt. Die kommen nicht rüber. Ja, das ist natürlich unbeschreiblich, dass man es geschafft hat. Ohne, dass irgendeiner, weder der Wolfgang, mein Bruder oder ich, einen Kratzer hatten. Rübergemacht. Mit heiler Haut und von nun an in Freiheit. Also, tschüssi! Tschüss! Mach's gut! Lenk mich an den Arsch, Junge! Ja, es war ein schöner Apriltag gewesen. Sonnig, wunderbar. Die Meldung vom Durchbruch verbreitet sich in Windeseile. Auch Henry Nieber von den Grenzpionieren wird informiert. 8 Uhr morgens kam der Jeep von unserem Kompaniechef angefahren. Und er hat einen schweren Grenzdurchbruch stattgefunden. Wir müssen die Grenze wieder reparieren. Dann bin ich mit dem Bagger mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit von 10, 15 Stundenkilometer dorthin gefahren, dann habe ich schon gesehen, den Skandal. Niebers Auftrag, das Loch so schnell wie möglich zu stopfen. Und dann mit einmal hat es nur geknallt, da sind noch mal 2, 3 von diesen Selbstschussanlagen, haben sich gelöst. Dann bin ich in meinem Bagger und habe mich 2,5 Meter weit weggestellt. Und habe mich nicht mehr bewegt, 0,0, aus Angst. So begann der Tag. Das Geschehen wird auch von einem westdeutschen Fernsehteam gefilmt. Mit dem schweren Fahrzeug durchbrachen die drei Männer 10 Kilometer nördlich von Helmstedt den Metallgitterzaun. Nach Angaben des Bundesgrenzschutzes explodierten die dort angebrachten Selbstschussanlagen zwar, verletzt wurde aber niemand. Gelungene Fluchten werden im Westen gefeiert, im Osten verschwiegen. Haben wir denn gesehen, ein riesen Loch im Zaun, ein Auflauf darüber von DDR-Grenzer. Das gibt's doch, was da los. Und da hat der Neusauer vom Bundesgrenzschutz gesagt, jetzt rollen da drüben Köpfe. Naja, die Generalität hatte natürlich immer das Gefühl, dass sie versagt haben, wenn eine Flucht gelingt. Und sie mussten sich dann gegenüber der politischen Führung, jetzt in dem Falle Honecker, rechtfertigen, weil sie genau wussten, von uns wird erwartet, dass keine Flucht gelingt. Ein Problem ganz anderer Art muss auch noch gelöst werden. Die Raupe steht nun auf westdeutschem Boden. So nach 2, 3 Stunden hat der Bundesgrenzschutz immer mit Mikrofon gerufen. Hallo, wir möchten gerne mal Verantwortlichen sprechen. Dieses Baugerät soll wieder zurück überführt werden auf das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik. Wenn das jetzt nicht gemacht wird, wird dieses Baugerät über westdeutsches Gebiet zurück transportiert auf ostdeutsches Gebiet und die Kosten dafür wird der DDR in Rechnung gestellt. Ein Dilemma, denn staatstreue Raupenfahrer sind Mangelware und die Gefahr einer weiteren Republikflucht nicht auszuschließen. Letztlich findet sich ein linientreuer DDR-Bürger, der die Raupe zurückbringt. Erst jetzt können Henry Nieber und seine Kollegen anfangen, die Spuren des Debakels zu beseitigen. Alles musste abgeschraubt werden.
komplett demontiert. War nicht einfach. War ganz schön quälige Arbeit gewesen, muss man ehrlich sagen. Ja. Und wir hatten noch keine Lust mehr. Wir wollten langsam mal Feierabend haben. Wir waren dann froh, dass wir das wieder heile machen konnten, den Grenzdurchbruch am imperialistischen Schutzwall. Unterdessen werden die drei Geflüchteten im Westen herzlich begrüßt. Bundesgrenzschutz hat uns dann zum Bahnhof gefahren, 10 Mark gekriegt und sind dann Gießen angekommen, ins Notaufnahmelager gemeldet. Haben gesagt, und, ach ja, sie haben wir schon gehört, da war schon die ganze Presse da. Das war ja für uns Pressefreiheit, da haben wir nicht gekannt darüber, dass sowas gibt, dass die Zeitung da sind. Und Reporter vom Stern liegen bereits auf der Lauer, wollen ein Exklusivinterview. So, und da haben sie uns dann gefragt, ob wir nicht mal ein Interview machen. Ich sage, ich sage absolut nichts. Nur ein kleines Interview. Ihr bringt das nachher in eine Zeitung. Ich sage, mit Namen und alles. Und meine Geschwister kriegen da drüben Ärger. Ich sage absolut nichts. Es gibt kein Interview, das habe ich dir schon gesagt, mein Freund. Ja, zuerst wollten wir eigentlich nicht. Ne? Ich verrate auch die Leone nicht. Ja, hast recht. Ja, wir brauchen aber auch was. Ja, am Anfang haben wir gesagt, nein, wir wollen keine Interviews hier und dies und jenes. Und dann haben sie ihr lockt mit ein bisschen Geld, ja. Was ist denn hier mit? Was hast du da? Wie viel sind das? 1000 Mark. Naja, können wir ja brauchen. So, so, ja. 1000 pro Nase. 1000 pro Nase. Das macht, also ich will nicht. Mindestens. Ja, okay. Warte mal. Okay, pass auf. 1000 pro Nase. Also 1, 2, 3, 3000. Dann kriegst du ein Interview. Wer so spektakulär aus der DDR flieht, kann im kapitalistischen Westen den Preis diktieren. Aber du schreibst doch genau das auf, was wir da sagen. Natürlich. Okay. Ja. Für das DDR-Regime ist der Artikel eine Blamage. Sofort nimmt die Stasi die Familien ins Visier. Wo sind ihre Brüder? Vor allem Liane Zorn wird vom Geheimdienst schikaniert. Die Stasi hat ein Telegramm von ihren Brüdern abgefangen. Aber was ist mit dem Telegramm? Das war der größte Fehler, den wir überhaupt gemacht haben. Das Telegramm, wir sind gut angekommen, stand in das Telegramm. Die Angehörigen müssen in Untersuchungshaft, werden immer wieder verhört. Die haben mich da dort im Mangel genommen, ob ich das gewusst habe. Und dann haben sie bloß zu mir gesagt, wenn ich nicht die Wahrheit sage, dann kommt meine Tochter ins Heim. Und dann habe ich gesagt, dass ich das gewusst habe. Und dann bin ich 5 Wochen drin geblieben und jeden Tag von früh bis abends Vernehmung. Und das war schlimm. Das war noch mehr wie schlimm. Es gab in der DDR eine Art Sippenhaft. Das heißt, die Familie wurde auch sanktioniert, beruflich durch verschiedene Maßnahmen. Die DDR bleibt bis zu ihrem Ende ein totalitärer Überwachungsstaat. Doch im Gegenzug für milliardenschwere Kredite aus der Bundesrepublik verpflichtet sich Staatschef Honecker, Selbstschussanlagen und Minenfelder an der deutsch-deutschen Grenze abzubauen. Das haben wir aufmerksam verfolgt und natürlich auch immer überlegt, welche Rolle wir da spielen. Es gab schon eine starke Entwicklung und eine gewisse Entspannung, aber ganz klar, bis zum letzten Tag war das Überqueren der Grenze im Sinne der Grenzverletzung immer ein tödliches Risiko. Zwischen 1961 und 1989 gelingen rund 40.000 Fluchten über die innerdeutsche und die Berliner Grenze. Alle davon waghalsig, gefährlich, manchmal spektakulär. Zu den Grenztoten gibt es keine genauen Zahlen. Experten schätzen, dass rund 800 bis 1000 Menschen bei ihrer Flucht starben. Das war Willkür. Und letzten Endes muss ich auch ganz klar sagen, dass ich als Soldat diese Willkür dann an der Grenze umgesetzt habe. Das würde ich heute nicht mehr machen. So, ganz klar. Ja, aber in dem System, in dem ich groß geworden bin, habe ich das als richtig empfunden. Auf die drei Fluchthelden wartet eine schillernde neue Welt. Wolfgang Hilgert und die Zornbrüder bekommen eine Wohnung und Arbeit. Sie genießen die Freiheit, das Leben, den Konsum. Also wie wir rübergekommen sind, sind wir durch die Städte gelaufen, haben uns die Geschäfte angeguckt. Was da für Fernseher, Radios, was da für Uhren sind und so weiter und so fort. Videorekorder, ab in die Videothek, Filme ausgeliehen,
war ja alles so Neuland für uns. Ne? Alles voll, Obst, alles voll, Apfelsiege, Banane und alles am Mast. Ne? Da hat man schon gemeint, man ist in einer anderen Welt. Man war ja in einer anderen Welt. Die drei Männer lassen sich nieder in der neuen Heimat, gründen Familien und eine Speditionsfirma. Sieben Jahre nach der Flucht mit der Raupe, im November 1989, öffnen sich die Grenzen, die vorher bedrohten und trennten. Die Zornbrüder werden nachdenklich. Wenn man das hier gewusst hätte, dass es ein paar Jahre später das mal so kommt, hätte man ja sein Leben ja auch nicht spielen sitzen bauen. Dann hätte ich ein paar Jahre noch gewartet. Sie hatten damals nicht nur sich in große Gefahr gebracht. Nachhinein, was sie die Eltern, die Schwester angetan haben, nee, das tut mir richtig nicht leid, das tut mir weh. Das würde ich nicht nochmal drauf ankommen lassen, denn nicht. Auch in Weferlingen gibt es bald einen Grenzübergang, für den man keinen Passierschein mehr braucht. Mal eben rüber in den anderen deutschen Staat. Dies war heute Morgen nicht nur in westlicher, sondern auch in östlicher Richtung ohne Visa möglich. So jedenfalls zwischen Grasleben und Weferlingen, 10 Kilometer nördlich von Helmstedt. Fast 40 Jahre lang war das Nachbardorf unerreichbar. Wir haben uns mitreißen lassen, ne? So wie Sie. Ja. Wir waren erstaunt, dass wir durchgehen durften. Noch nie gab es am Grenzübergang Helmstedt so viel Verkehr in beide Richtungen. Wolfgang Hilgert zieht es in die alte Heimat. Dann habe ich sofort Urlaub genommen, habe mich dann in mein Auto gesetzt und bin dann halt hier runter. Man hat doch Angst, ja, wenn man jetzt 40 Jahre lang lässt, die Grenze, die ist dicht und auf einmal kann ich da drüber wegfahren, ohne, ich habe den Frieden nicht getraut und anschlusslos drüber gekommen, die haben mich auch nicht kontrolliert. Ja, das war schon das erste Mal rüberfahren hier nach Magdeburg, war schon ein dummes Gefühl, ja. Mich schon eine Träne in den Augen gestanden, wo ich das auf einmal alles gesehen habe, oder? Eine Fremde ist doch die Fremde, Heimat ist doch Heimat. Wolfgang Hilger zieht zurück nach Hause in die Nähe von Magdeburg und lebt jahrelang auf einem Campingplatz. In der ehemaligen Grenzregion erinnert fast nichts mehr an die Vergangenheit. Doch eine Geschichte kennt hier fast jeder. Das Thema Grenze ist, glaube ich, es wird nie bei mir raus sein. Das Tollste daran ist, dass hier drei Wagemutigen setzen sich in so eine klapprige Raupe und zeigen im Prinzip einer Staatsmacht mit dieser tollen Grenze, dass das alles überhaupt nicht funktioniert.